Ich möchte heute versuchen, ganz kurz zu erklären, was Supply Chain Management ist. Also der Begriff setzt sich zusammen aus Supply Chain, also der Versorgungs- oder der Lieferkette, und Management, also im Groben gesagt der Verwaltung. Supply Chain Management befasst sich demnach mit der Planung, Steuerung, Optimierung von Wertschöpfungsketten, und es sollen die Material-, Geld- und Informationsflüsse von der Rohstoffgewinnung über die Bearbeitung bis hin zur Auslieferung an den Endkunden und auch wieder zurück zwischen den einzelnen Unternehmen, die am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind, aufeinander abgestimmt werden. Jetzt stellt sich halt die Frage, welche Ziele werden damit verfolgt? Also Supply Chain Management kann dazu beitragen, Kosten zu senken, den Bullwhip-Effekt zu reduzieren und die Flexibilität und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Dadurch wird es möglich, dass sich die Wertschöpfungskette nach dem Pull-Prinzip aufbaut, also dass die Orientierung an den Bedürfnissen und Nachfragen des Endkunden erfolgt. Jetzt kommt noch dazu, wie das Ganze denn funktionieren kann. Damit das Supply Chain Management funktioniert, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst müssen die oftmals unterschiedlichen Ziele der beteiligten Unternehmen beachtet werden, und es muss versucht werden, die irgendwie in Einklang zu bringen. Beispielsweise wollen die einen ja zu relativ hohen Preisen verkaufen und die anderen aber dann zu günstigen Preisen mit hoher Qualität einkaufen. Es ist auch sehr wichtig, dass transparent geschaffen wird. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und das bedeutet, dass dann auftretende Probleme offen, ohne Verschleierung an die Partner weitergegeben werden. Neben dieser offenen Kommunikation müssen in den Unternehmen natürlich auch geeignete Schnittstellen nötig sein, vorhanden sein, die den Austausch der Informationen ermöglichen, damit die Informationen, die dann übermittelt werden, auch in den einzelnen Unternehmen verarbeitet werden können. Erst wenn alle nötigen Informationen ausgetauscht werden, wird eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Supply Chain möglich. Das setzt wiederum ein großes Maß an Vertrauen voraus. Denn nur wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann Supply Chain Management funktionieren. Damit alle Beteiligten auch dieselbe Gesprächsgrundlage haben, kann zur Standardisierung der Prozesse das Score-Modell benutzt werden. Das basiert auf den sechs wesentlichen Supply Chain Management-Prozessen: der Planung, der Beschaffung, der Herstellung, Lieferung und auch der Rückgabe. Wenn man dann versucht, das alles umzusetzen, dann kann Supply Chain Management funktionieren.